Ja, für diejenigen, die schon mal einen Workshop bei mir besucht haben, ich habe viele Workshops an Hochschulen gegeben, die würden das wahrscheinlich schon kennen, deshalb hoffe ich nicht, dass die dich langweilen, für die anderen ist es neu. Wir haben lange überlegt, wie wir das machen und ich tue jetzt mal so, als gäbe es kein Corona. Also ich mache jetzt einen Vortrag, den ich auch machen würde, wenn wir keine Corona-Zeit hätten, wenn ich ganz regulär an ihrer Hochschule zum Workshop eingeladen wäre oder sie kämen irgendwo zu mir zum Workshop. Und das Hauptthema ist momentan, und das beobachte ich auch in den Bildungseinrichtungen, wo ich gerade tätig bin, dass wir jetzt nicht schnell was bauen und kreieren, was ein Provisorium ist und dann da stehen bleiben, sondern dass wir trotzdem didaktisch gute Entscheidungen treffen. Corona ist in dieser Phase fast disruptiv. Das heißt, wir bringen gerade digitale Medien in einem Tempo in die Hochschulen, wie wir uns das Jahre gewünscht haben. Das geht plötzlich ganz schnell. So traurig Corona ist, an der Stelle bringt es einen extremen Innovationsschub. Und gleichzeitig ist die Gefahr, das ist ein bisschen wie wenn man in eine Wohnung einzieht und da ist irgendwie noch nicht alles renoviert und man zieht ein und dann irgendwann gewöhnt man sich an diese, ich habe in der Küche immer noch eine Ecke, die ist nicht tapeziert. Und ja, als würde man sich daran gewöhnen, irgendwann sieht man das nicht mehr. Und es ist eine Gefahr, dass man dann da stehen bleibt. Dazu werde ich gleich noch was sagen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir das trotz dem schnellen Umbau, den wir vielleicht teilweise machen, das trotzdem didaktisch gut machen. Und der Fokus ist halt auf Didaktik. Wo ich ein bisschen kürzen muss, ist bei Medienmethoden, weil dann kann man unheimlich weit werden. Das werden wir nächsten Mittwoch nochmal aufgreifen, was dann noch offen ist. Und Sie werden morgen Anregungen bekommen mit Malte Persacke, wie die Studierenden aktivieren können. Am Freitag hat Anja schon gesagt, schaue ich mit Ihnen, wie kann man genau so eine Session machen von großen, wir haben jetzt 363 Teilnehmer gerade hier drin, bis zu kleinen Gruppen mit 6 bis 12 Leuten. Wie kann das aussehen? Wie kann ich da aktivieren? Das nennt man eine virtuelle Präsenz oder können wir virtuelle Präsenz nennen. Und ich muss aufpassen, dass ich den Chat nicht übermittelt, so spannend. Und nächsten Mittwoch würde ich mit Ihnen nochmal tiefer gehen in Konzeption und Planung. Da können wir alle Fragen, die heute offen bleiben, nochmal aufgreifen. Und für diejenigen unter Ihnen, die tiefer gehen wollen, die können im Anschluss an den nächsten Mittwoch eine Konzeption erstellen und 2 anderen Teilnehmer Feedback geben bzw. Feedback bekommen. Das heißt, wir können da auch wirklich in eine Konzeptionsphase einsteigen. Das ist optional. Also Sie machen hier in ganzem Kurs so viel, wie Sie wollen. Das ist kein Muss, alles, wie viel Sie wollen. Und falls Sie nächsten Mittwoch teilnehmen, ist auch keine Bedingung, dass Sie irgendein anderes Modul vorher besucht haben. Also man kann überall einsteigen, aussteigen und so viel machen, wie Sie wollen. Zu jedem Modul gibt es noch ein Forum. Das heißt, alles, was ich irgendwie heute im Chat übersehe und nicht beantworte oder auch organisatorische Fragen, gibt es in dem Moodle-Kurs ein Forum. Wir haben ein Forum zu jedem Modul. Und wir haben oben ein allgemeines Forum, wo Sie quasi auch nochmal Fragen zum Kurs und zur Organisation zur Technik stellen können. Ja, da beantworten wir gerne alle Fragen. Gut. Ja, wir wollen jetzt niemand wieder reinlassen, aber Markus wird die Fragen im Chat vielleicht beantworten, Markus Schmidt, die jetzt organisatorisch sind. Ja, also vorab, wir werden jetzt hier bei 361 Teilnehmern keine Kennenlernrunde machen. Im kleinen Webinar würde ich das machen, aber ich lade Sie ein, wenn Sie mehr machen wollen als nur das Modul. Wir haben im Moodle-Kurs ein Forum, sind heute Morgen schon über 100 Leute in dem Moodle-Kurs gewesen. Wo Sie sich mal vorstellen können, auch für Ihr Anliegen, was vielleicht ansteht, also da sich auch vielleicht vernetzen können. Wenn die Frage ist, wo finde ich den Moodle-Kurs, dann kann man das gerne eben auf den Webseiten von eTeaching.org finden. Ja? Also bei der Teilnehmerzahl leider keine Vorstellung. Rahmenbedingungen ist auch ein bisschen verschoben. Der Rahmen ist auf Rahmenbedingungen ein bisschen verschoben. Also das möchte ich auch generell jetzt im allgemeinen Workshop machen, was wir momentan haben. Und Sie müssen jetzt die Zahlen nicht lesen. Ich weiß, es wird Tabellen zu zeigen, die nicht zu lesen sind. Mir geht es hier vor allem um eine Zahl. Bei der ADZDF-Online-Studie wird jedes Jahr gefragt, wie viele Menschen eigentlich online sind und das nach Alter differenziert. Und ganz spannend war, dass nach 2017, es gibt auch neuere Zahlen, aber 2016/17 war das Phänomen, dass Kinder und Jugendliche, und das, also die, die bald studieren, oder auch die im Studium stecken, die Frage, wann bist du eigentlich online und wie viel, gar nicht mehr verstanden haben. Für diese Zielgruppen ist Online-Sein eigentlich wie Strom, Wasser, Luft.
Also die sind quasi immer online, die gehen eher mal offline. Und das war ein ganz spannendes Phänomen in diesen Studien. Gibt auch Kim- und Jim-Studie für Jugendliche, wie viele Jugendliche im Netz sind und was die dann machen im Netz. Und das spannende Phänomen ist, dass sie durch Smartphones eigentlich das Internet immer dabei haben und eher aktiv mal offline gehen müssen, wenn zum Beispiel in der Schule Handyverbot ist oder in der Vorlesung irgendwie sich ausmachen müssen, aber gar nicht mehr aktiv online gehen. Das bedeutet auch, dass wir einen extremen Schub hatten in den letzten Jahren in Hochschulen, dass immer mehr gefordert war, auch mobile Lernangebote zu machen und Angebote, die wir gemacht haben, wie Vorlesungsaufzeichnungen, immer mehr auf mobilen Endgeräten abgerufen wurden. Das hat einen ziemlichen Druck auch auf Hochschulen gemacht, zum Beispiel den Zugang auf Lernplattformen und so weiter auch mobil zu ermöglichen. Das ist eine der großen Trends, hier so ein bisschen die Trends mal aufzeigen. Und gleichzeitig beobachten wir, dass der Bildungsbereich sehr innovationsresistent ist im Bereich digitale Medien. Es gibt so Bilder, die lasse ich jetzt mal weg von Industrie 4.0 und wie sich Zahnarztpraxen verändern. Da ist ja überall viel passiert. Im Hochschulbereich sehen Räume oft noch so aus. Manchmal sieht man, muss die Bildschirme da so stehen. Es gab in den letzten Jahren im Kontext der Medienpädagogik zum Glück ganz, ganz spannende Diskussionen rund um die Gestaltung von Lernräumen. Damit waren zum einen digitale Lernräume gemeint, aber es waren auch Lernräume, physische Lernräume in Gebäuden gemeint. Und das fand ich sehr spannend, wenn man das gemeinsam betrachtet. Ich selbst habe mal an der Uni Frankfurt, wo ich ja lange gearbeitet habe, bis letzten Juni war ich in Frankfurt 30 Jahre, einfach mal die Gebäude begangen und einfach mal geschaut, gibt es eigentlich hier gute Orte, wo Studierende in Gruppen sitzen können und Strom finden und miteinander in Gruppen reden könnten und Laptop dabei irgendwie anschließen. Und gibt es hier WLAN? Und ich glaube, es war für Bildungseinrichtungen im letzten Jahr ein Riesenthema, auch WLAN irgendwie bereitzustellen oder auch Räume, wo Studierende Rechner aufladen können. Ist jetzt in Corona gerade nicht so unser großes Thema, aber generell nach Corona wäre das vielleicht auch ein Thema, was man wieder anschauen könnte. Ich selbst habe mal dringend Strom gebraucht und bin eine halbe Stunde über den einen Campus gelaufen, weil in der Cafeteria alle Tische, wo eine Steckdose war, schon sehr früh besetzt waren. Also es waren die begehrten Plätze. Und viele Bildungseinrichtungen, vor allem die Uni Basel, hat eine große Diskussion über Lernraumgestaltung gemacht. Die haben sogar ein ganzes Gebäude, wo Studierende jederzeit reingehen können, auch ausruhen können. Da kann man sich hinsetzen, in Gruppen arbeiten, schlafen, meditieren oder auch einzeln in Ruhe arbeiten. Da sind die amerikanischen Hochschulen auch viel weiter. Das heißt, wir haben eigentlich einen nahtlosen Übergang vom virtuellen Lernraum, oder nicht nahtlos, aber wir haben die Diskussion sollte nahtlos sein, virtuelle Räume und Präsenz dort bis hin zu Gestaltung von physischen Lernräumen. Also das wäre was, was Sie nach Corona vielleicht auch mal wieder in Blick nehmen können. Vor allem, wenn Sie in Leitungspositionen sind, ist das ein wichtiges Thema. Ja. Andrea, wenn der Chef das hören könnte. Ja, Sie können ja die Folien mal bereitstellen. So, wenn wir E-Learning machen oder Einsatz digitaler Medien, dann brauchen wir irgendeinen Nutzen. Wenn irgendjemand erzählt, Sie sparen damit nur Zeit und es macht keine Arbeit und Sie haben nur Nutzen, dann ist das gelogen. Bin ich ganz offen. Es macht Arbeit, zumindest in der Einführungsphase. Und dazu muss es einem was bringen oder den Studierenden oder der Einrichtung, am besten allen. Und ich fange jetzt mal mit den Zielen und Mehrwerten an und später gehen wir mal auf die Szenarien. Das sind die großen Themen jetzt hier in diesem Einführungsblock. Und das mischt sich ein bisschen, aber wir sehen es quasi mal von zwei Seiten. Das eine Ziel könnte sein, dass Sie neue Zielgruppen erreichen wollen. Das sind zum Beispiel Themen, die, ich hoffe, weiß nicht, wie viele jetzt aus dem Osten arbeiten, die kleinen Fachhochschulen, also Hochschulen im Osten, haben zum Beispiel stellenweise wirklich Probleme, Studierende zu gewinnen. Das ist kein Problem, das die großen Unis in den westdeutschen Städten haben, sondern eher andere. Und da ist zum Beispiel ein Ziel zu sagen, wir wollen Zielgruppen gewinnen und haben weniger Phasen, wo wir die Studierenden vor Ort sein, die Fachhochschule mit Weida zum Beispiel so ein Konzept, dass sie dann auch Studiengänge haben in Kooperation mit anderen Anbietern, wo Studierende in Städten sind oder zu Hause. Das ist ein Ansatz. Die Uni Gießen hatte mal den Ansatz in der Pädagogik, dass sie sagen, wir haben einen hohen Anteil von Alleinerziehenden und die kommen zum Beispiel nur zu gewissen Zeiten in die Uni und wir wollen denen auch ermöglichen, an allen Veranstaltungen teilzunehmen und haben dann die Veranstaltung, wo es wichtig ist, vor Ort zu sein, in Zeiten legt, wo die gut kommen können und Zeiten für Vorlesungen zum Beispiel dann in die Randbereiche genommen und die Vorlesungen
aufgezeichnet. Das sind so Konzepte, die man da fahren kann. Anderer Ansatz ist zum Beispiel TU München, die war sehr bekannt, als das mit diesen Massive Open Online Courses anfing. Und die haben gesagt, die waren ganz offen, da gab es eine sehr offene Mitteilung, dass sie Studierende aus asiatischen Ländern anziehen wollen. Und zwar wollen die guten Forscher anziehen und haben dann digitale Medien genutzt, um zwar quasi rauszureichen und Studierende zu attrahieren, die Interesse haben, gute Forscher zu werden und die über zum Beispiel englischsprachige MOOCs für die TU München zu interessieren. Das war dort ein Marketinginstrument. Wir selbst an der Uni Frankfurt haben zum Beispiel mal im Hessischen Verbund ein Medienkompetenzzertifikat eingeführt für Lehramtsstudierende. Und die Uni Kassel hatte damals auch ein Zertifikat einführen wollen, aber konnte die Vorlesung nicht stemmen und haben damals quasi die Vorlesungen sich als Vorlesungsaufzeichnung oder Live-Übertragung nach Kassel geholt und die Seminare dazu gebaut. Weiteres Beispiel noch ist die Fachhochschule Lübeck. Kennen wahrscheinlich viele, die haben auch on campus, machen auch reine Online-Studiengänge. Die haben ganz klar als Thema, dass sie zum Beispiel internationale Studierende attrahieren wollen oder ihre Angebote internationalisieren. Also ich finde immer wichtig, dass man den Einsatz digitaler Medien nicht als Selbstzweck nutzt, sondern klar mit einem Ziel verfolgt. Das war groß eine Diskussion über diese E-Learning- und Digitalisierungsstrategien in den letzten Jahren. Und das mit einem Ziel der Hochschule oder Universität verbindet und schaut, was sind denn eigentlich unsere Ziele? Beispiel Uni Frankfurt war auch, wir haben sehr viele Pendler, also da fahren Studierende oft anderthalb Stunden rein oder eine Stunde rein und raus für eine Veranstaltung und legen ihre Veranstaltungen auf 3-4 Tage und haben einen Tag, wo sie noch arbeiten oder gar nicht nach Frankfurt kommen. So eine Art Pendler-Uni. Und da hat sich das dann sehr geballt. Beispiel in Tutorien in der BWL hatten wir dann teilweise montags 60, 80 Teilnehmer und freitags 6 bis 10. Und das wäre jetzt mal die Möglichkeit, solche Veranstaltungen auch digital unterstützt anzubieten, um die Teilnehmerzahl pro Sitzung kleiner zu halten. Ich habe damals 99 in dem Fachbereich gearbeitet und wir haben Veranstaltungen virtualisiert, sodass wir in allen Gruppen gleich große Teilnehmerzahlen hatten. Also da gibt es alle möglichen Ansätze. Es ist wichtig, immer so für sich zu schauen, was ist bei uns das Ziel, was ist unser Profil und das zu verbinden. Eins meiner liebsten Mehrwerte ist Individualisierung und Binnensepartierung. Das ist ein Begriff, den man stark aus dem Schulunterricht kennt. Und das würde zum Beispiel bedeuten, dass man auf Vorkenntnisse eingeht, dass man verschiedene Interessen berücksichtigt, die Zeitbudgets der Studierenden und die Lernmotivation. Viele von Ihnen kennen vielleicht oder einige von Ihnen, Rolf Schulmeister und Stefan Aufnagel und andere, haben in den letzten Jahren die Zeitlaststudie gemacht. Da wurden Studierende befragt, wie sie eigentlich ihre Zeit verbringen. Die haben so ein Smartphone, eine App ausgefüllt und ganz spannend war, dass in der ersten Untersuchung geschaut wurde, ob Studierende, die viel Zeit investieren, höhere Lernerfolg haben. Und das Ergebnis war nein. Rolf Schulmeister hat sich dann immer weiter in diese Ergebnisse reingebohrt quasi. Da gibt es sehr spannende Vorträge von der Tagung Campus Innovation in Hamburg. Da kann man so die Ergebnisse von Jahr zu Jahr sich ganz gut anschauen. Und ein Ergebnis war, und das wissen wir aus der Forschung, dass die Lernmotivation einer der primären Prädiktoren für Lernerfolg ist. Oft bieten wir auch Studierenden was an, wo wir sagen, wir wollen damit die schwachen Studierenden, und da müssen wir genau schauen, wer ist eigentlich schwach? Sind die fachschwach oder sind die schwach in Bezug auf die Selbstorganisation? Wir wollen hier was anbieten und genau die, für die wir das entwickelt haben, nutzen das manchmal nicht. Und das liegt daran, dass die Studierenden, die hoch motiviert sind, dann quasi alle Ressourcen nutzen, um sich gut auf eine Klausur zum Beispiel vorzubereiten. Und die Studierenden, die eine schlechte Selbstorganisation haben und wenig Lernmotivation, dann auch die Angebote, die wir vielleicht extra für die gemacht haben, nicht nutzen. Heißt, wenn wir zusätzliche Lernangebote machen für Studierende, die eben Unterstützung brauchen, um zum Beispiel Vorkenntnisse auszugleichen, müssen wir manchmal das so integrieren, dass man das extrem darauf aufmerksam macht. An der Uni Frankfurt in der Informatik haben wir es zum Beispiel mit einem Mentorenprogramm verbunden. Oder man kann es über Tutorien oder Angebote der Fachschaft, also begleitende Angebote, verbinden. Entweder einen Anreiz schaffen, das Curricular einzubinden, das heißt, dass die Angebote dann in Einführungskursen genutzt werden und so weiter. Ich werde es nachher mit Beispielen noch ein bisschen vertiefen. Ja.
Anderes Beispiel, um auf heterogene Vorkenntnisse einzugehen, ist, dass es Studierende gibt, die zum Beispiel gerade in Mathematik mit anderen Vorkenntnissen ankommen als andere. Und da hatten wir an der Uni Frankfurt ein Angebot, Mathematik-Stützkurs eingekauft, den die TU Berlin zusammen mit der Uni Stockholm entwickelt hat. Und das Schöne daran war, dass Studierende an sehr, sehr kleine modulare Angebote rangehen konnten. Das heißt, es war kein Riesenkurs, sondern sehr kleine Häppchen. Und sie konnten genau das aufrufen, wo sie quasi Lücken hatten und diese Angebote dann nutzen. Und das Tolle war, wenn sie da irgendwo hingen, konnten sie quasi um Hilfe rufen und ein Studierender der TU Berlin, Mathe-Student, eilte zu Hilfe. Heißt, nicht alles muss man selbst entwickeln. Es gibt Angebote, gerade Mathe-Vorkurse, die man nutzen kann, die man dann einsetzen kann. Ja. Ganz konkret, wie Sie das machen wollen, da komme ich gleich noch hin. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Ja. Und bei Interesse ist zum Beispiel auch, dass man digitale Medien nutzen kann, um verschiedene Interessen zu berücksichtigen. Ich selbst mache das so, dass ich mit den Studierenden zum Beispiel Hausarbeitsthemen entwickle und die nicht vorgebe und die digitalen Medien nutze, um dann Themenabfrage zu machen zwischen den Sitzungen. Und auch Material bereitzustellen, sodass ich nicht eine Mail an alle schicke. Angenommen, ich würde jetzt Ihnen was bereitstellen wollen, weil hier Fragen im Chat kommen und schicke das dann an 463 Teilnehmer, die wir jetzt haben, allen per Mail als Anhang. Das Schöne ist, ich kann differenzierte Interessen dann auch über eine Lernplattform ein bisschen abfangen und merken, das ist quasi für die Gruppe und stelle differenziert Material bereit. Ich habe mal den großen Fehler gemacht, ich mache E-Learning seit 95. Dass ich, also ich gebe gerne dann Sachen raus an Studierende oder an Teilnehmer. Ich mache ja auch viel in Erwachsenenbildung und habe das dann alles auf eine Lernplattform gestellt. Und irgendeiner kam in so einer Weiterbildung mal an mit 7 Leitsordnern, stelle die auf meinen Tisch mit einem vorwurfsvollen Blick, alles ausgedruckt und sagte, Frau Bremer, das haben Sie alles bereitgestellt. Und dann habe ich geguckt und gemerkt, dass er dachte, dass alles, was ich bereitgestellt habe, wäre zu lesen von den Teilnehmern. Also ich habe alle Fehler digital gemacht, die man machen kann, weil ich an den Anfängen gab es noch nicht so viel Workshops und Kurse und so. Und was ich dann gemacht habe, war, ich habe dann gelernt, dass ich das sehr klar machen muss, wenn ich Material bereitstelle oder Angebote, diese Differenzierung deutlich zu machen. Das heißt, zu sagen, das ist für die Anfänger oder das ist für die Leute, die an Wikis Interesse haben und das ist für die Leute, die an Forschen im Lernen Interesse haben. Das heißt, dann über so Rubriken das Material auch zu kennzeichnen. Man kann es nicht nur mit Material machen, auch mit Aufgaben. Was wir auch mal gemacht haben, ich durfte ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel rumspielen, wer es ein bisschen verfolgt hat. Und wir haben mit den reinen Online-Kursen, mit den sogenannten MOOCs, Massive Open Online-Kurses, einiges probiert, auch in Kooperation mit eTeaching.org. Und dann hatten wir einen, den hatte ich für Lehrerinnen und Lehrer angeboten, Einführung in Web 2.0. Da haben wir zum Beispiel einen Kurs gemacht, wo man differenziert teilnehmen konnte. Und für die, die es noch kennen, auch Pro 12, wir haben einen Online-Kurs gemacht, auch für Personen wie Sie. Dann konnte man sich aussuchen beim Anmelden und konnte das jederzeit wechseln. Möchte ich nur zugucken? Möchte ich ein bisschen was machen oder möchte ich viel machen? Das heißt, wir haben dieses Zeitbudget und die Lernmotivation oder auch die Interessen quasi aktiv abbilden lassen. Nina Kahnwald hat dazu auch mal ein bisschen was geschrieben in ihrer Promotion, dass sie auch das Zuschauen im Lernen als Lernen förderlich wahrnimmt und Lurker, also Leute, die nur gucken, werden oft zu verurteilen, die würden ja nichts tun, aber viele lernen auch durch Zuschauen. In der Informatik und Mathematik in der Uni Frankfurt sind wir darauf eingegangen, dass es auch Aufgaben auf verschiedenen Level gab. Gerade in der Informatik kommen viele Studierende von der Schule an und haben schon ganz viel gemacht. Und andere sind dann gelangweilt, wenn die dann in den ersten Wochen irgendwelche einfachen Aufgaben kriegen und haben schon ganz viel in der Schule gemacht, Einführung in Datenbanken und Programmierung und so und denken, jetzt bin ich in der Uni und jetzt geht es so weiter wie in der Schule. Und dann kann man zum Beispiel auch sagen, für die das schon können, gibt es höherwertige Aufgaben. Also ich würde nicht versuchen, alle über einen Kamm zu scheren. Und digitale Medien geben uns halt die Möglichkeit, hier eine Differenzierung zu machen. Man muss sich nur halt überlegen, wie man dann in der Präsenzveranstaltung mit umgeht, wenn dann der Spagat noch größer ist quasi. Ja. So, der nächste Punkt, sehr beliebt ist auch, digitale Medien zu nutzen, um den Lernprozess zu unterstützen. Von Keras gibt es zum Beispiel einen Artikel, dass die Taktung auch Motivation fördern kann. Ein Beispiel ist, es gibt eine Hochschullehrerin, ich habe leider viel Beispiel von der Uni Frankfurt, diesen Bereich Hydrologie, Geowissenschaften.
Und sie hat Studierenden jede Woche eine Aufgabe gegeben und die musste immer um 18 Uhr samstags vor der Sportschau eingereicht werden. Und danach konnten die nicht mehr einreichen. Das heißt, die Taktung kann gerade Studierende, die zum Beispiel nicht gut in der Selbstorganisation sind, und das kann vor allen Dingen in den ersten Semestern hilfreich sein, helfen, während dem Semester schon mitzulernen und nicht die komplette Workload, also den Arbeitsaufwand, den sie reinstecken, ans Ende vom Semester zu quetschen. Inzwischen ist der Begriff Bulimie-Lernen ja ein wissenschaftlicher Begriff geworden. Und das hat auch Rolf Schulmeister in der Teiglers-Studie stark untersucht, dass viele Studierende eine Lernkurve haben, die dann am Ende vom Semester hochgeht und dann zur vor der Klausur ganz hoch ist und dann abfällt. Das führt aber nicht zu nachhaltigem Lernen. Und eine Idee ist, dadurch, dass man semesterbegleitend kleine Aktivierungen einbaut, eben diesen Workload im Semester auch höher zu halten. Das ist dann nicht die ganze Zeit hoch, sondern hat solche Peaks. Normalerweise in Workshops, die haben jetzt leider keine Sprache, aber ein Workshop wäre dann jetzt der Einwand auf Studien- und Prüfungsordnung. Ja, das muss man mit Prüfungs- und Studienordnung abstimmen. Falls Sie eine eingefrorene Studien- und Prüfungsordnung haben, die keinerlei semesterbegleitenden Leistungserbringung ermöglicht, muss man dann eben darüber arbeiten, dass die Studierenden eventuell einen Nutzen erkennen, im Semester mitzuarbeiten. Den höchsten Nutzen, den sie dann erfahren, ist Feedback. Sie bekommen Rückmeldung auf ihren Lernstand. Also nicht erst die Überraschung bei der Klausur, sondern vorher. Falls Ihre Studien- und Prüfungsordnung flexibel ist oder Sie kurz vor der Reakkreditierung stehen oder den Studiengang entwickeln, dann kann es sehr hilfreich sein, sich ein Konzept zu überlegen, wo nicht die ganze Workload am Ende des Semesters hochgefahren wird zur Klausur und dann abbricht, sondern eben im Semester die Studierenden schon Möglichkeiten haben, Rückmeldung auf ihren Lernstand zu kriegen, aktiviert werden, mitzumachen und gleichzeitig auch unterschiedliche Formate haben. Also der eine ist vielleicht total gut in der Prüfung, der andere hat total Stress und würde eher mit einem anderen Format arbeiten. Und wenn man das kombiniert, auch Einzel- und Gruppenleistung zum Beispiel, was dabei im Blick zu halten ist, das machen wir nächste Woche erst, am Mittwoch ist der Betreuungsaufwand. Ich weiß, das kann zum hohen Betreuungsaufwand führen. Deshalb muss man auch hier schauen, gibt es Konzepte, wo man den Betreuungsaufwand dabei niedrig halten kann. Beispiel wäre durch Multiple-Choice-Aufgaben. Nicht jedes Fach passt zu Multiple-Choice-Aufgaben. Es gibt Fächer, wo man sagt, das geht bei mir gar nicht. Aber man kann diese Aufgaben eventuell nutzen, um Studierende anzuregen, was zu lesen. Das heißt, dann ist gar nicht die Multiple-Choice-Aufgabe quasi die didaktische, ultimative, perfekte Lösung, sondern der Hintergrund, die zu nutzen, liegt darin, dass man eben einen Anlass schafft, im Semester was zu lesen. Darauf kommen wir auch gleich nochmal, dass Sie quasi einen Anlass haben, vor der nächsten Präsenzsitzung zum Beispiel irgendwas zu lesen. Ja, aufwendiger wäre, dass Sie dann was schreiben, ein kleines Essay machen, was zusammenfassen oder mit der Vorbereitung in die nächste Präsenz kommen. Und da kommen wir auch gleich in dem Vortrag hier noch hin. Genau, also mein Blick geht manchmal in den Chat, genau, wir können mal über neue Prüfungsformate nachdenken. Da kommt eine meiner letzten Folien geht in die Richtung. Ich kann hier nicht alles ausführen. Dieses, was ich erzähle, gibt es übrigens schriftlich, also langen Artikel, den stelle ich Ihnen bereit und wir haben auch noch mehr Material dann im Moodle-Kurs und auf den e-Teaching-Org-Seiten. Und dann mein zweites Lieblingsfeld sind ganz neue innovative Formate. Man kann natürlich mit digitalen Medien Sachen machen, die man ohne nicht machen konnte. Das ist das Feld, in dem ich mich gerne tummel. Beispiel ist, ich habe mit Studierenden zum Beispiel mal ein Buch, ein Wiki schreiben lassen, sodass man gemeinsam ein Werk macht und es geht so ein bisschen Richtung produktorientierte Didaktik oder aufgabenorientierte. Das heißt, weg von ich höre eine Vorlesung oder schaue ein Video, mache dann Quiz und überprüfe, ob ich es kapiert habe, hinzu ich produziere was zeigt, dass ich diese Kompetenz erworben habe. Und wenn wir Richtung Kompetenzorientierung denken, müssen wir auf den höheren Taxonomiestufen, ich führe das jetzt nicht mehr ein, diese Lernzieltaxonomie,
Taxonomien. Ich nehme an, die meisten von Ihnen kennen das. Ansonsten nicht Hintergrund erreicht. Und hier kann man auch digitale Medien nutzen, um auch andere Formate zu machen als nur Multiple-Choice-Tests. Beispiel, eine der höchsten Stufen ist, dass Studierende auch für andere Studierende E-Learning-Content erzeugen, Tests entwickeln. Professor Tomei an der Uni Würzburg, in der wird natürlich dann nochmal überprüft und 20% der Testfragen kamen in der Klausur kam von den Studierenden selbst. Also es war quasi der Anreiz, die Karotte mitzumachen. Und Menschen, die Testfragen entwickeln, müssen sich sehr, sehr tief ins Fach begeben. Und da kann man Gruppen bilden und so weiter. Ja, also das sind Möglichkeiten, wo wir digitale Medien nutzen können, um didaktisch gute Settings umzusetzen. Und oft ist E-Learning oder der Einsatz digitaler Medien auch ein bisschen disruptiv. Heißt, wir nutzen dann digitale Medien, um didaktisch was neu zu machen, was wir, glaube ich, in der Präsenzlehre manchmal nicht machen. Also wie eine Art didaktischen Frühjahrsputz. Den man durch die Einführung digitaler Medien, wo wir alle Lehrevaluationen untersucht haben, welche Wirkung hat der Einsatz digitaler Medien. Da kam raus, dass alle Hochschullehrenden oder fast alle, die digitale Medien eingesetzt haben, bessere Evaluationsergebnisse hatten, als die, die es nicht gemacht haben. Da hätte ich natürlich jetzt zur Unileitung rennen können und sagen können, digitale Medien machen die Lehre besser, bitte gebt uns dafür mehr Geld. Die Kausalität war aber andersrum. Da war ich ganz ehrlich, die war so rum, dass die Hochschullehrer, die digitale Medien nutzen, auf die waren, die eben sowieso ein Lehrinteresse haben und eben auch die Chancen der digitalen Medien nutzen. Und es hat gezeigt, dass durch den Einsatz digitaler Medien viele Hochschullehrende eben ihr didaktisches Konzept der Veranstaltung mal anpacken. Und bevor es die großen Bundesländerprogramme Qualitätsverbesserung Lehre gab, war auch E-Learning manchmal der Ort, so im Jahr 2000 rum, plus minus E-Learning und digitale Medien der Ort, wo überhaupt didaktische Diskussionen stattfanden, weil damals die Hochschuldidaktik nicht so gut ausgestattet war, wie in den letzten 10 Jahren das dann wieder kam. Ja. Gut, wir gehen mal weiter in diese Nein- und Formate und ich würde das ein bisschen anhand von Student Life Circle machen und ganz stark dann in die Phase Studium, also in die dritte Phase eintauchen, da gehen wir tiefer. Ja. In der Bewerbungsphase, das ist nur so kurz als Ausblick, dass man da auch viel machen kann, ist vielleicht nicht das, was Ihnen gerade auf den Nägeln brennt. Gibt sogenannte Online-Vorkurse, da muss man gar nicht alles selbst machen. Oder was es auch gibt, ist Student Self-Assessments, womit Studierende wählen können, passt denn das Fach für mich? Da gibt es natürlich auch Standardtests von der Bundesagentur für Arbeit. Es gibt auch Standardkorrelationen. Man weiß zum Beispiel, dass die Mathe-Note ein guter Prädiktor auf Physikstudium ist und Mathestudium oder auch Ingenieurwissenschaftliche Studiengänge. Und gleichzeitig wollten manche Hochschulen auch eigene Self-Assessments haben. Hamburg hat ganz früh im Bereich Psychologie sowas gemacht. Wir in Frankfurt haben es für Kunstgeschichte, auch für Psychologie, für Informatik, wo man nochmal vermittelt, wie es denn hier bei uns quasi das Fach. Ein Beispiel war in der Informatik, dass wir zum Beispiel einen hohen Frauenanteil hatten und da war auch der Wunsch, das kommt in Frankfurt durch die Auswahl an Nebenfächern geisteswissenschaftlicher Art, dass der Wunsch war, auch genau diese Zielgruppe anzusprechen und über so ein Self-Assessment eben auch Anreize an Frauen zu geben, Informatik zu studieren. Und da gehe ich jetzt nicht tiefer ein, so ganz subtile Sachen, wie zum Beispiel Gender-Aspekte berücksichtigt werden können, allein in der Mathematik, aus welchem Fach die Beispiele kommen. Da gibt es in den USA ganz spannende Studien, dass viele Quizfragen, wenn die dann Football oder Autorennen oder so Männersportarten nur berücksichtigen, dass das zum Beispiel einen Gender-Aspekt im Fach einbringt. Und da denkt man oft gar nicht dran. Ja. Bei Kunstgeschichte hat man die Herausforderung, dass viele, die kreativ werden wollen, Kunstgeschichte gehen und da ein Mythos besteht, man könnte da kreativ werden. Dabei ist Kunstgeschichte vor allen Dingen Texte lesen und wir wollten eben diesen Mythos durch ein Online-Self-Assessment auch begegnen und klar machen, quasi, wie sieht es wirklich aus, das hier zu studieren. Für die Bundesagentur für Arbeit hatte ich auch mal zusammen mit der Uni Leuphana und Eichstätt einen Kurs für Personen mit Migrationshintergrund und Studieninteressen gemacht. Und da ging es auch mal darum, die eigene Studierfähigkeit zu bewerten. Also kann ich gut nach Vorlesung hören, zuhören und Notizen machen, um so Study Skills zu erwerben. Also das sind Ansätze.
zu Studienbeginn. Und das ist ja ein Programm, worum sich gerade die Bund-Länder-Kommission, Qualitätspakt Lehre und so weiter gekümmert hat, ging es ganz stark darum, den Einstieg ins Studium zu unterstützen. Ich bin manchmal Studiengangsberatung gewesen, wo Studiengänge entwickelt wurden, und da brechen manchmal so die Diskussionen und Haltung der Hochschullehrer aufeinander, wo der eine so sagt, das sind doch erwachsene Lerner, den muss man doch jetzt nicht an der Hand nehmen und beibringen, wie man hier studiert. Und andere sagen, doch, doch, wir müssen eben den Studieneingang irgendwie mitgestalten. Also da zeigt sich dann oft so die innere Lehrhaltung, wie sehr möchte ich Menschen begleiten oder wie sehr sollen die einfach das schon können. Die HIS-Studie, ich glaube 2008 zum Studienabbruch, hat gezeigt, dass recht hoher Anteil gar nicht abbricht, weil die irgendwie nicht schlau genug fürs Fach wären, sondern ein hoher Anteil, ich glaube es sind fast 60% der Abbrecher, brechen ab, weil sie Probleme haben mit der Organisation ihres Studiums. Und genau an diese Gruppen richtete sich ja auch dieses Programm, eben den Übergang Schule-Studium zu gestalten und die Studierfähigkeit aufzubauen. Und die Antwort auf solche Haltung ist, das ist ein Säulenmodell, dass man vielleicht in den ersten Semestern mehr Unterstützung leistet, die man nach und nach abbaut. Ein Beispiel ist wieder aus der Informatik in Frankfurt, die haben da wirklich viele tolle Sachen gemacht. Die hatten dann von 4 Aufgaben, die zum Beispiel im ersten Semester in begleitend zur Vorlesung im Informatik-Tutorium zu lösen waren, bezog sich eine Aufgabe auf die Studierfähigkeit und 3 eben aufs Fach. Und die wurden zum Teil dann mit Mentorenprogrammen aufgegriffen, wo Studierende, die hier Probleme hatten, in Mentorenprogramm gehen konnten. Da waren so Aufgaben wie, hast du eigentlich einen Stundenplan? Oder welchen Lernstil hast du? Oder lernst du eigentlich gerne in Gruppen oder alleine? Also, dass man dem eigenen Lernen ein bisschen auf die Spur kommt, ist eine Möglichkeit, den Studienbeginn zu unterstützen. Eine andere ist natürlich, Wissenslücken auszugleichen. Und hier ist, ich glaube, ich habe diesen Screenshot mal von dem Angebot. Das ist der Online-Mathe-Brückenkurs. Also wenn Sie Mathe-Kenntnisse ausgleichen wollen bei Studierenden, brauchen Sie keinen Mathe-Online-Kurs entwickeln. Da gibt es einen an der Uni Kassel, das ist der von der TU Berlin, der sogar mit Betreuung quasi angeboten wird. Das sind kleine modulare Kurse, wo dann auch man dann nicht so riesen Einheiten bucht, sondern eben sehr klein. Und die kann man auch wieder bei Angebote wie ein Lernzentrum Mathematik, ein Angebot der Fachschaft, Tutoren und Mentorenprogramme begleiten. Ja. Gut, was wir auch gemacht haben, war, dass wir, es gibt so Kompetenzen, die in allen Fächern wichtig sind. Und das sind oft, also diese Angebote zum wissenschaftlichen Arbeiten, die werden oft im ersten Semester vermittelt und sind aber dann, also dass die Studierenden wirklich die Relevanz davon erkennen, findet oft erst später statt. Also ich hatte zum Beispiel einen Lehrauftrag an der Uni Mainz zum Thema Forschungsprojekte und musste bei den Studierenden immer wieder reaktivieren, dass die ja ganz viel schon gelernt hatten, was sie jetzt zur Anwendung bringen wollten. Und das Problem ist, dass das in diesen Einführungskursen oft nicht in einem Kontext mit dem Projekt gesehen wird, außer es wird da schon ein konkretes Projekt gemacht. Aber oft muss man dann so, wenn die ihre Bachelorarbeit schreiben oder Masterarbeit, meistens bei der Bachelorarbeit, Kompetenzen, die sie schon haben, in Erinnerung rufen. Und eine Lösung für sowas ist zum Beispiel, dass man Lernangebote für wissenschaftliche Arbeitstechniken anbietet oder auch, wie recherchiere ich in der Datenbank, das haben bei uns die Chemiker, die Biochemiker gemacht, oder wie nutze ich die Bibliothek, das hat bei uns die Bibliothek Geisteswissenschaften gemacht. Und die Angebote sind, also Lernangebote, digitale, sind im ersten Semester in den Einführungsveranstaltungen Curricula eingebettet und werden im Rahmen von so Pro-Seminaren benutzt oder Einführung wissenschaftliche Arbeiten. Diese Angebote stehen aber dann nochmal, und wir nennen es On Demand, und zwar zum Abruf bereit, wenn die Studierenden das wirklich nachher nutzen müssen, in ihrer eigenen Bachelorarbeit oder in einem Forschungsprojekt. Und was dann ganz gut ist, ist eventuell sogar außerhalb von diesen Lernplattformen anzubieten, weil dann ist es sonst nur ein Kurs, sondern ein Portal zum Beispiel zu haben, wo Studierende diese Angebote abrufen können und auch gut finden können. Bei uns hat zum Beispiel der Fachbereich Geschichte so ein Portal gemacht, Okabi heißt es, wo solche Angebote verlinkt sind. Das ist ein Portal zum wissenschaftlichen Arbeiten in den Geschichtswissenschaften, wo man dann nachgucken kann. Das Angebot, was wir hier sehen, ist, haben die Soziologen gemacht. Das ist ein Angebot, was mache ich eigentlich, wenn jemand ganz lange redet im Interview und sagt, soll ich den unterbrechen oder nicht? Und es kann halt sein, das hat jemand im ersten Semester in einem Einführungskurs mal benutzt,
aber erinnert sich dann gar nicht und kann später, wenn er selbst Interviews machen muss und in ein Projekt und will, kann er oder sie genau so ein Angebot mal wieder rauspicken und sich nochmal anschauen on demand. On demand heißt bei Bedarf. On demand Angebote, klassisch sind Erklärvideos auf YouTube, wenn die zum Beispiel Reifen wechseln müssen oder so und dann so ein Erklärvideo abrufen, das sind On-Demand-Angebote. Hier sind die ein bisschen größer, die haben so Lernzeiten von 10, 20 Minuten. Generell sollte man die auch nicht so groß machen. Bei uns hat das Schreibzentrum zum Beispiel auch ganz nette Videos gemacht zum Thema, wie fange ich dann an, eine Hausarbeit zu schreiben, was mache ich bei Schreibblockaden, auch zu Recherchetools, Naturwissenschaften haben wir Angebote. Ja. Also mein Appell ist, die in der Doppelnutzung zu machen. Quasi, also einmal als Curricular einzusetzen und später auf nochmal bereitzustellen auf einer Plattform. Frau Saun, ich gucke manchmal im Chat, ich kann nicht dauernd schauen. Die stehen zum Teil bereit. Ich werde die mal verlinken. Eventuell müssen Sie mir nachher nochmal ein paar Fragen nochmal nennen, wenn ich gucke. Aber die sind nicht alle frei. Ganz viele Angebote gibt es momentan von Unibibliotheken zum Thema Informationskompetenz. Also da gibt es zum Beispiel viele, die dann auch frei abrufbar sind. So, wir gehen mal weiter. Das ist nur aus dem am Beispiel nochmal aus diesem Angebot. Aber man kann auch Vorlesungsaufzeichnungen, wir sind jetzt noch in der Phase Studienbeginn, da gibt es auch eine Menge Untersuchungen, die kann ich Ihnen gar nicht alle nennen, was es da für Ergebnisse gibt. Es gab Untersuchungen, ob Studierende nicht mehr in die Präsenz kommen, wenn wir Sachen aufzeichnen und so weiter. Also da gibt es eine Fülle von Studien. Wir haben die Erfahrung gemacht und zeigen auch einige Studien, dass Studierende im Grund, also im Einführungs, Veranstaltung, im Bachelor am Anfang noch weiter zur Vorlesung kommen, auch wenn sie aufgezeichnet wird. Aber im Master eher nicht mehr. Also das heißt, sie verändern ihr Verhalten. Ich selbst würde jetzt nicht aufzeichnen, damit die Studierenden ja kommen, sondern man kann sich überlegen, eine Vorlesung so interessant zu machen, dass sie trotzdem kommen, indem man vielleicht nur die Inputphasen aufzeichnet und die Vorlesung so aktivierend gestaltet, dass es trotzdem lohnt. Die Frage ist, warum zeichnet man auf? Und der Hauptgrund, weshalb aufgezeichnet wird, ist entweder, was ich am Anfang hatte, Studierende zu erreichen, die nicht zur Veranstaltung kommen können, weil sie weit weg wohnen, weil sie pendeln, arbeiten, alleinerziehend sind, Familienangehörige pflegen oder weil sie, dass sie Vorlesungen nochmal anschauen, kurz vor der Klausur. Ein schönes Beispiel haben wir auch aus der Mathematik, da hat ein Hochschullehrer aufgezeichnet und die Studierenden haben dann im Tutorium die Stelle, die sie nicht verstanden haben, dem Tutor nochmal gezeigt und dann besprochen. Und dann sogar eventuell hat der Tutor, die Tutorin oder Studierenden nochmal dazu eine Mini-Aufzeichnung gemacht, wo das erklärt wird, oder man kann Videos sogar annotieren, das heißt Kommentare machen. Jetzt mal die Kurve zu Corona-Zeiten. Was jetzt sein kann, ist, dass sie gar keine Präsenz erstmal haben. Wir müssen gucken, wie es weitergeht und sich dann zum Beispiel hinsetzen, mit sogenannten Screencasts erstellen. Also gibt es spezielle Software, die können wir auch nochmal in den Moodle-Kurs reinstellen und auch in die E-Teaching-Org-Seiten. Dass sie sagen, ich möchte, wenn ich mit den Studierenden Kontakt habe, eher diskutieren und mein Input zeichne ich mal auf. Und das ist aber, ist abzuwägen. Ich frage manchmal Hochschullehrende, die auch in ganz innovativen didaktischen Methoden unterwegs sind, warum sie überhaupt noch Vorlesungen geben oder aufzeichnen. Dann ist manchmal so, also warum sie nicht Content aus YouTube nehmen oder von anderen Unis. Dann ist oft so, dass man es doch selbst erklären möchte. Ich glaube, sie müssten grundsätzlich entscheiden, ob die Aufzeichnung eher dafür da ist, dass Studierende vor der Klausur nochmal draufschauen und damit lernen, oder ob es eine Veranstaltung ersetzt. Da komme ich später auch nochmal hin. Und wenn sie es aber machen, damit Studierende, die quasi schwach sind im Fach, die Vorlesung Aufzeichnung angucken, um sich vorzubereiten, dann haben wir den Effekt, den ich am Anfang hatte, dass gerade die, die es bräuchten, es manchmal nicht angucken und man dann auch spezielle Anlässe schaffen müsste. Zum Beispiel Übungsaufgaben, tutorielle Begleitung und so weiter, dass die es genau anschauen. Professor Hahn an der Hochschule Rhein-Main, damals noch FH Wiesbaden, hat es mal gemacht. Die hat im Wintersemester ihre Vorlesung selbst gelesen und im Sommersemester für die Studierenden, die die Klausur wiederholen oder dann erst schreiben wollen, die Übung angeboten und die Voraussetzung war, dass die immer die Vorlesung anschauen und dann zur Präsenz kommen. Und im Winter hat sie wieder gelesen. Also sie hat quasi nur immer im Wintersemester gelesen und im Sommer
haben die Studierenden an der Aufzeichnung gearbeitet. Und Voraussetzung war aber, wenn die in der Präsenz da sind, dass sie die Aufzeichnung geschaut haben, um dann eben diese Übungsgruppen zu machen und auch nicht irgendeine Frage stellen, die quasi im Video erklärt wird. Ja, also das muss man immer so abwägen. Genau. Ja, also Frau Albers, hier ist gerade ein schwaches Fach. Also ich glaube, das Schwach muss man differenzieren. Es gibt jemand, hat keine Vorkenntnisse, ist schwach im Fach. Es gibt aber auch Teilnehmer, die sind echt gut im Fach, haben aber keine gute Organisationsfähigkeit. Dann gibt es Studierende, die eventuell Sprachprobleme haben. Genau, das ist ein guter Hinweis. Gerade Vorlesungsaufzeichnungen sind natürlich für die noch gut, wenn es deutsche Vorlesungen sind, die vielleicht aus dem Ausland kommen und erstmal sich reinhören müssen. Das war auch ein Grund bei uns in der Informatik. Wir haben einen hohen Anteil Nicht-Deutsch-Muttersprachler oder auch Auslandsstudierende. Und für die ist es natürlich schön, eine Veranstaltung auch mal sich anzuhören. Daneben gibt es aber auch Studierende, die direkt von der Schule kommen und nicht die Fähigkeit haben, und das meine ich gar nicht kritisch, sondern die sind einfach nicht gewohnt, in der Vorlesung 1,5 Stunden am Stück zuzuhören. Und das ist gerade in manchen Fächern sehr wertvoll, das sich nochmal anzuschauen. Ja. Wir können nicht alle Punkte hier vertiefen. Es gibt zu all diesen Aspekten Studien, also eventuell Forum fragen, dann nochmal, wer da tiefer gehen möchte oder Quellen braucht. Kann doch nicht für alles was versprechen, aber wir schauen mal. So, jetzt gehen wir mal die Tiefe ins Studium. Ich hoffe, Sie schaffen es noch. Ansonsten, wenn der Vortrag zu lang ist, können Sie auch nochmal das nachhören oder einen Text lesen. Das ist ein klassisches Modell, mit dem die Uni Basel mal anfing. Die Quelle ist von Gudrun Bachmann, die stelle ich auch noch mal bereit. Die hatten so ein Portal so aufgebaut und so unterscheiden wir oft die E-Learning-Szenarien. Und das sind Übergänge. Nach rechts ist mehr online und links ist der Präsenzanteil höher. Und wichtig ist, rechts ist nicht besser. Also es ist nicht so, dass mehr online automatisch besser ist. Das ist auch ganz wichtig, wenn man sich als Team entwickelt oder als Fach oder mit Kollegen, dass man dann nicht auf die runterschaut, die noch wenig online machen. Das ist ganz wichtig für die eigene Organisationsentwicklung. Es gibt dann so Sachen wie Sätze wie, du nutzt ja das Lernmanagementsystem, das PDF-Schleuder. Solche Sätze würde ich vermeiden. Meiner Erfahrung nach hat jeder Lehrende da seine eigene Kurve. Und viele, die mal anfangen, brauchen so 1, 2 Jahre, wo sie einfach nur Material bereitstellen und dann sich dafür zu interessieren, was geht denn noch mehr. Corona macht natürlich einen extremen Push an der Stelle. Ja, und wir fangen mal mit dem Anreizkonzept an. Im Anreizkonzept ist eigentlich, dass man die Präsenzveranstaltung wie bisher hat und so ein digitales Grundrauschen macht. Was da manchmal nicht klappt, wenn die Studierenden sich oft sehen, dass dann so kommunikative Elemente klappen. Also was manchmal nicht klappt, dass sie ein Forum anbieten und die sehen sich jede Woche und dann schreibt niemand ins Forum und wenn nur was Organisatorisches. Also das ist ganz normal. Erstens, je kleiner die Gruppe, je weniger wird da passieren, je öfter die sich sehen, gibt es gar keinen Präsentationsanlass dafür. Und zweitens tauchen die auch oft ab in Facebook oder WhatsApp-Gruppen, das ist jetzt eher. Das heißt, Studierende wollen auch Orte haben, wo sie nicht dabei sind als Lehrende, um da Material zu tauschen. Und wenn man das als Lehrender nicht will, ist es so ein bisschen, als würde man sagen, also ich möchte, dass Studierende nur in meinem Büro über meine Lehre reden und nicht in der Cafeteria. Also diese sozialen Medien sind für die wie die Cafeteria. Das kann man gar nicht verhindern. Was da oft gemacht wird, ist einfach Material bereitgestellt. Was jetzt natürlich passiert ist, dass wir bei Corona, und zwar auch diejenigen, die jetzt, deshalb habe ich hier diesen Kreis mal nach links außen auch gezogen, die noch gar nichts mit digitalen Medien gemacht haben, also noch nicht mal Anreicherungskonzept, plötzlich irgendwie vor einer Situation sind, und deshalb machen wir auch diesen Quickstarter, wo sie plötzlich ganz online eventuell was machen müssen oder sehr verunsichert sind. Ich fände es spannend und schön, aber das ist ein individuelles Anliegen von mir, wenn sich die Situation beruhigt, wenn man dann vielleicht zurückgeht, nicht wieder digitale Medien ganz abschafft, sondern sie ein bisschen Lust gewinnen, in ein gutes didaktisches Konzept, Integrationskonzept quasi zu kommen oder Anreicherungskonzept. Das Integrationskonzept ist auch das, was wir Blended Learning nennen. Und da würde ich heute ein bisschen eintauchen. Wobei wir natürlich auch heute ganz online sein könnten. Aber das, was wir als Präsenz quasi sehen, könnte ja auch in der Sitzung wie das hier sein. Das heißt,
eine virtuelle Präsenz in Form eines Videokonferenzsystems oder Webinars. Und da schauen wir jetzt mal ein bisschen tiefer hin. Also Integrationskonzept ist das, was Sie unter Blended Learning kennen. Und das würde quasi Präsenzsitzungen und Online-Phasen abwechseln. Und dabei ist die Online-Phase aber nicht, dass Studierende da die ganze Zeit online sind. Das ist die Selbstlernphase. Und für alle, die Workload-Kalkulationen kennen, früher hatte man ja dann mit diesen 2 Semester-Wochenstunden vor Nachbereitung. Jetzt ist das wirklich dezidiert die Zeit, die die Studierenden pro Woche auch im Selbststudium verbringen. Viele machen sich, also ich mache das in den Workshops immer wieder, dass ich die Lehrenden mal frage, haben die jene Workload-Kalkulation mal gemacht? Und viele haben das noch nie so gemacht. Aber wenn man es mal durchkalkuliert, würde man quasi, um eine schnelle Workload-Kalkulation zu machen, wenn sie 5 Credits haben, dass sie quasi fast 10 Stunden Workload der Studierenden pro Woche haben. Und davon sind die vielleicht 2 Stunden in Präsenz oder 4 Stunden Präsenz, Vorlesungen, Prozessoren, bleiben 6 Stunden Selbstlernphase pro Woche. Das ist nie und nimmer, dass wir diese Zeit wirklich von denen abrufen. Ja? Also man muss dann, wenn man das kalkuliert, nochmal abziehen, was die für eine Hausarbeit machen, aber es bleiben meistens doch mindestens 4 Stunden Selbstlernphase pro Woche für eine Veranstaltung. Und das sind Studierenden auch oft nicht bewusst. Was ich mache, dass ich Studierenden das auch mal vorrechne und die dann ganz überrascht gucken und gar nicht wussten, dass so viel Workload in der Selbstlernphase noch steckt. Was wir schon immer digitale Medien machen, wenn sie da mehr rangehen, dass wir einen Tick mehr verschulen. Da würden Sie wahrscheinlich drauf kommen, wenn wir länger diskutieren. Wenn Sie aktiver an die Selbstlernphase rangehen, dass wir schon gucken, dass Sie im Semester mehr mitlernen und nicht mehr diese Bulimie-Kurve aufbauen mit der Workload. Und Ihre Entscheidung als Lehrende ist im Prinzip, ob Sie das einfordern, ob das optional bleibt, ob Sie mit den Studierenden arbeiten, die was machen oder nur oder versuchen, alles zu erreichen. Und das ist im Prinzip ein bisschen, was Sie sich selbst didaktisch überlegen müssen. Da kann ich auch würde ich auch nie Vorgaben machen. Wenn ich mit Lehrenden arbeite, versuche ich das auch so ein bisschen rauszukriegen, wie so die individuelle Haltung an der Stelle ist. Ja. Also was man so machen möchte. Und da kann man auch schlecht streiten an dem Punkt. Was wichtig ist, ist im Integrationskonzept eine Verzahnung. Das heißt, dass man nicht ignoriert, was an der Selbstlernphase war, sondern im Prinzip, wenn man ein gutes Integrationskonzept baut, würde man mal ganz neu loslegen und denken, was möchte ich in der Selbstlernphase machen und was in Präsenz? Und ein guter Gedanke an der Stelle ist, wofür ist Präsenz so wichtig? Die Uni St. Gallen nennt es Kontaktzeit. Und eins, vorhin kam schon mal Flipped Classroom, eins ist zu sagen, die Präsenz ist mir so wertvoll, ich möchte die zum Beispiel für Diskurs nutzen oder für Rollenspiele oder für Labor, für Experimente. Für Diskurs, für Mathe rechnen, das ist, was Christian Spannagel macht, der erwähnt wurde. Das heißt, also die MOOCs aufkamen, diese großen Online-Kurse, gab es so eine Panik, oh Gott, wir können die Hochschulen abschaffen. Das ist natürlich so disruptiv waren die MOOCs nicht. Aber das Schöne an der Diskussion war, dass wir geschaut haben, wofür brauchen wir eigentlich Präsenz und wofür können wir die wirklich gut nutzen. Und das wäre ein Gedanke, den ich Ihnen so für die Nach-Corona-Zeit eventuell einfach mal mitgeben würde. Und jetzt ist natürlich die Frage, falls Sie keine Präsenz haben, was mache ich in so einer Online-Session wie jetzt, falls Sie solche Sessions machen können? Und was machen die asynchron oder wo treffen die Studierenden sich vielleicht auch synchron ohne Sie? Aber was mache ich in welcher Phase und wofür brauche ich diese Begegnung? Und was kann ich initiieren, dass sie eben zwischen den Präsenztreffen lernen? Und das ist, wie man es quasi wie man baut, also wie man jetzt anfängt, so ein Integrationskonzept zu bauen. Viele fangen an und machen wie so, bauen ihre Anrechnungskonzepte so ein bisschen um. Das ist auch ein Anfang. Wer mutig ist, wirft sein Konzept mal, macht den Schreibtisch leer und plant mal ganz neu. Ich sehe oft Konzepten an, ob diese umgebaut sind oder mal neu gedacht, aber es kommt auch an, wie viel Zeit sie haben. Wenn Sie was ganz Neues entwickeln können, ist es natürlich spannend, mal mit dem Gedanken ranzugehen. Was möchte ich in Präsenz machen? Was lagere ich in die Online-Phase aus? Und es kann am Fach hängen, das kann an den Vorkenntnissen der Studierenden hängen, an der Kultur ihrer Einrichtung, ja. Was ich manchmal auch beobachtet habe, dass gerade junge Lehrende zum Beispiel innovative Lehrformen erstmal in der Online-Phase gemacht haben, weil sie sich manchmal gar nicht getraut haben, das in Präsenz zu machen.
Und manchmal das, was man schon immer gern didaktisch machen würde, aber vielleicht Angst hat, in der eigenen Hochschule zu machen, erstmal online macht, um später dann in die Präsenz zu bringen. Aber das kommt darauf an, wo Sie stehen, welchen Mut Sie haben, Ihre Position, welche Lust, Ihre didaktische Haltung und so weiter. So. Und ja, wir gehen mal so einen Ausschnitt. Wichtig ist, alles, was ich jetzt mache, ist so ein Ausschnitt. Ja? Der Ausschnitt kann sein, dass Sie sagen, ich muss in Präsenz den Vortrag halten. Und das wäre dann in Corona-Zeiten so wie jetzt. Ja, das ist digitaler Frontalunterricht. Und ich möchte aber die Selbstlernphase nutzen, um mehr Anwendungen und Übungen zu schaffen, weil das fehlt mir irgendwie. Wir haben wenig Anwendung in meiner Lehre. Das wäre so ein Gedanke jetzt. Und ich möchte digitale Medien nutzen, um mehr Anwendungsmöglichkeiten zu schaffen. Aber ich möchte nicht jedem einzelnen Feedback geben und diese Reflexion möchte ich in die nächste Präsenzsitzung dann bringen. Ein Beispiel wäre, und jetzt ist wichtig, ich fange jetzt an, Ihnen Methoden zu nennen. Ich merke in meinen Workshops immer wieder, dass Studierende dann, die Teilnehmer manchmal denken, die haben gar keine Methoden genannt. Ich fange jetzt an, eine Methode zu nennen. Ein Beispiel wäre, Sie haben jetzt diese Präsenz-Frontalunterrichtssitzung hier im Webinar und ich würde Sie jetzt anregen, am Ende von dem Vortrag zu überlegen, was Sie vorhaben, ins Forum zu schreiben und jeder soll ein Statement machen. Das wäre wie wenn ich im Raum Blitzlicht mache und jeder sagt was. Und das würden Sie quasi dann einzeln machen und das ist auch ganz gut für manche Lerner, dass sie gar nicht gleich was sagen müssen. Es gibt Menschen, die können nicht nach dem Vortrag gleich im Paargespräch im anderen was sagen. Da sind die einfach überfordert. Die müssen nochmal für sich was lesen und es verdauen. Und die mögen das zum Beispiel dann später im Forum zu schreiben. Es gibt andere, die können direkt was sagen, die würden eher gleich direkt was liefern. Ja. Und jetzt kann ich aber sagen, oh, ich habe gar nicht die Ressource, jedem im Forum was zu schreiben. Also mit wenig Betreuungsressourcen kann man sagen, ich lobe die noch. Mit gar keinen Betreuungsressourcen kann man sagen, ich lese das durch, wenn überhaupt. Oder mit viel Betreuungsressourcen können Sie im Forum jedem noch ein Lob geben. Was auch wichtig ist, wenn Sie als Lehrende dann im Forum jedem was schreiben, werden Sie eher den Diskurs zwischen den Studierenden eventuell reduzieren. Also wenn Sie da sehr präsent sind, kann sein, dass Sie sich gar nicht so viel schreiben. Aber meistens reichen die sowieso nur ihren Beitrag ins Forum ein und fangen da nicht groß an, diskursiv zu werden. Also die Bereitstellung eines Mediums sorgt nicht dafür, dass irgendwelche tollen diskursiven Prozesse losgehen. Ja, da muss man sich auch jeglicher Illusion quasi aufheben. Aber was man machen könnte, dass man zum Beispiel, wenn Sie eine kleine Gruppe haben, in der nächsten Präsenz, und das sind diese Übergänge, mit dem Input der Studierenden aus der Selbstlernphase quasi die Präsenz beginnen. Oder dann zum Beispiel geht man in ein Paargespräch und die sollen miteinander nochmal irgendwas vergleichen, ihre Ergebnisse. Und damit arbeite ich dann mit den Ergebnissen der Paargespräche planar weiter. Wenn ich keine digitalen Medien hätte, würde ich quasi diese Reflexion in allen der beiden Präsenzsitzungen machen. Und mit digitalen Medien kann ich einen Teil dieser Aktivierung, dieser Anwendung in die Selbstlernphase machen. Ich gebe quasi einen Lernanlass, was einzureichen, um eine Reflexion zu machen. Das ist ein Beispiel, das ist das ein bisschen eher für Sozialwissenschaftler was. Ich weiß, dass die Naturwissenschaftler sich manchmal nicht so wiederfinden, aber da gibt es dann auch andere Beispiele. Also ich versuche für alle Fächer was zu bringen. Ja. Hier kann aber auch sein, dass man zum Beispiel Multiple-Choice-Tests, also für die Anwendung anwende, dass Studierende nochmal überprüfen, was habe ich in der Vorlesung verstanden, indem Multiple-Choice-Tests angeboten werden. Studierende lieben, Rückmeldungen auf Lernfortschritt zu bekommen, ohne einen Lehrer dafür zu brauchen. Also manche Studierende machen das auch mal gerne, dass sie, bevor sie einen Text gelesen haben oder die Vorlesung gehört haben oder ein Video geguckt haben, einfach mal einen Test machen, um zu sehen, was kann ich eigentlich, wo stehe ich? Also man kann solche Tests auch benutzen, damit Studierende Wissenslücken entdecken und dann Interesse bekommen über diese Wissenslücke. Das ist ein bisschen wie Wer wird Millionär funktioniert. Also ich glaube, viele, die die Sendung gucken, gehen dabei ins Tablet und gucken nach und haben dann Interesse, wann war der König und in welchem Land war das. Also über Wissenslücken entdecken, Interesse wecken. Genau, das überspringe ich mal. Also das sind so Testmöglichkeiten. Das muss natürlich zum Fach passen.
Aber hier hatte ich ja schon mal gesagt, manchmal sind die Tests nicht passend zu dem Fach, dass sie sagen, also bei meinem Fach geht kein Multiple-Choice-Test, ja, und Faktenwissen abfragen. Aber manchmal kann sein, dass der Test einfach nur ein Lernanlass ist, damit jemand Text liest und nur ein Anker ist, um Anlass, einen Anreiz zu geben, diesen Text zu lesen, um eben quasi dann für die nächste Präsenz vorbereitet zu sein. Eine andere Möglichkeit, ich habe im letzten Jahr viele Hospitationen gemacht, war zum Beispiel im sprachwissenschaftlichen Bereich, dass die kleine Essays in Form geschrieben haben oder als Gruppe was ausgehandelt haben und es schon in Form geschrieben haben und das dann in der nächsten Präsenz als Input für ein Rollenspiel oder eine kontroverse Debatte eingebracht haben. Der Vorteil ist, dass ich mich dann nicht in der nächsten Sitzung überraschen lassen muss, ob die Studierenden vorbereitet sind oder nicht, sondern ich diese Vorbereitung in die Selbstlernphase vor der Präsenz schiebe. Also ich hoffe, das ist einigermaßen klar, was ich meine. Ich schiebe das so ein bisschen quasi, also ich integriere das und schiebe das davor. Da gibt es eine Menge Content. Manche wissen ja, ich bin im Open Education Resource Bereich lange unterwegs gewesen und sie müssen nicht alles neu machen. Es lohnt sich mal was zu suchen, gerade im Bereich zum Beispiel Ingenieurwissenschaft. Es gibt unglaublich viele Angebote, Simulationen. Es gibt das Portal WebGeo für Geowissenschaftler. Es gibt 3D-Modelle von Clustern. Ich kann nicht für allen Fächern jetzt was liefern, aber nur an der Stelle, man muss nicht alles selbst neu machen. Es gibt quasi ganz viel Content. Leider gibt es nicht die gelben Seiten, wo man alles findet. Ja. Da muss man ein bisschen suchen, aber vielleicht können wir uns auch im Forum austauschen und uns helfen. Wenn ich was entdecke, gebe ich auch mal einen Tipp. Da muss man manchmal ein bisschen stöbern. Ein Weg für mich, wie man da reinfindet, ist, dass ich manchmal geguckt habe, auf welchen Tagungen hat jemand aus welchen Fächern einen Vortrag gehalten? Also auf den E-Learning-Tagungen oder die Tagesbände der E-Learning-Tagen, GMW und Delphi und so, ein bisschen geguckt, wer ist dann im Feld unterwegs, ja. Also leider fehlt uns so das Verzeichnis der E-Learner, aber es gibt Repositories für Open Content. Im Schulbereich ist es etwas sortierter. Auch da werden wir Links bereitstellen für die Open Education Resource Repositories, ja. Ja, in der Medizin gibt es ganz viel fallbasiertes Lernen. Ein Beispiel für so ein schönes integratives Konzept hat bei uns Professor Ochsendorf gemacht. Er ist Dermatologe. Ich bringe jetzt auch mal ein ganz konkretes Beispiel. Der hat in der Vorlesung einen Fall vorgestellt, eine Krankheit, Dermatologie. Und anschließend an die Vorlesung sind die Studierenden an den Rechner und haben einen Fall gelöst. Und zwar in Gruppen. Und Ziel war, dass sie Befund, Diagnose, Behandlung, also diesen drei Schritt richtig lernen. Und das Schöne ist an der Stelle, das ist eine der Mehrwerte, die ich genannt habe, dass hier Individualisierung stattfindet, nämlich jemand, der die Krankheit schon kennt, der kann ein paar Minuten auf so ein Bild schauen und jemand, für den die Krankheit neu ist, kann länger mit dem Lernstoff Zeit investieren. Das ist nicht so viel Neues, das ist in Büchern genauso gewesen. Also da machen die digitalen Medien nichts Neues. Der Vorteil hier war jetzt mit digitalen Medien, dass die quasi die Lösung eingereicht haben. Jetzt hatten wir 250 Teilnehmer in Gruppen, 62 Gruppen. Es war nicht möglich, von jedem Studierenden oder jeder Gruppe die Einreichung zu lesen. In dem ähnlichen Setting, was ich mal betreut habe, habe ich den Studierenden sogar erlaubt, nicht nur als Gruppe mitzumachen, sondern wer dachte, oh, ich kann mich in meiner Gruppe hier überhaupt nicht durchsetzen, der konnte auch mit uns quasi spielen und nochmal eine Einzeleinreichung machen. Jetzt kommt die Integration. In der nächsten Vorlesung ist Professor Ochsendorf wirklich durch die Reihen im Mikro in Präsenz und hat die Studierenden punktuell drangenommen und sich die Ergebnisse berichten lassen. Ich würde es niemals machen in der Vorlesung, wo Studierende eventuell nicht vorbereitet sind und denen die Blöße geben, was sagen zu müssen, ein Mikro plötzlich im Gesicht zu haben und nicht vorbereitet zu sein. Dasselbe gilt für Online-Sessions. Angenommen, Sie wären jetzt hier 20 Leute und ich würde jetzt einfach hier Ruth Scheffler dran nehmen und sagen, sag mal, und Sie wären nicht vorbereitet, sind das einfach emotionale Stresssituationen, die ich dem Studierenden nicht antun möchte. Aber hier konnte er davon ausgehen, dass die in Gruppen vorbereitet waren und auch nebeneinander saßen meistens. Und wenn jetzt einer in der Gruppe total schüchtern war, konnte er quasi das Mikro an irgendjemand in der Gruppe geben. Das könnte man auch online machen, indem gruppenweise eine Gruppe berichtet, was sie in der Selbstlernphase gemacht hat. Der Vorteil ist von der zweiten Sitzung,
dass er zusätzliches Wissen zu der Krankheit reingeben konnte. Manchmal hat er einen Experten vor Ort gehabt. Was, wenn er das in der ersten Sitzung erzählt hätte, bei den Studierenden gar nicht hängen geblieben wäre. Das hat was mit der didaktischen Reduktion zu tun. Wie viel neues Wissen kann ich in einer Sitzung aufnehmen? Und dadurch, dass er in einer Sitzung Wissen vermittelt hat, dann die Anwendung stattfand und dann quasi in der nächsten Sitzung die Anwendung besprochen wurde und vertieft wurde und neues Wissen reingegeben wurde, war das ein anderer Aufbau, als das ganze Wissen in einer Sitzung, ohne die Anwendung dazwischen reinzukommen. Leben. Ja, das sind solche Beispiele. Eine andere Möglichkeit ist, das hatte ich schon genannt, wenn wir jetzt weitermachen würden, dass Sie quasi aus dem, was Sie hier jetzt gehört haben, einen Transfer machen, indem Sie einen Beitrag ins Forum machen. Und das hatte ich ja schon erwähnt, da muss man als Lehrende gucken, kann ich das alles lesen? Kann ich auch Feedback geben? Wenn Sie nicht die Ressourcen haben, jedem einzelnen Feedback zu geben, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, in der nächsten Sitzung das verbal in Präsenz zu machen. Eine Sache, die Lehrende oft vergessen als Option, wäre, dass sie auch mal eine Audionachricht aufsprechen. Statt Texte zu schreiben, können sie Plenar für viele ein Feedback geben oder jedem Einzelnen auch mal als Audiodatei. Ja, das wäre jetzt in Corona-Zeiten eine Option. Ist manchmal sehr mühsam zu texten, aber sie können mit dem Smartphone zum Beispiel was aufzeichnen oder mit dem Laptop und Feedback als Audiodatei bereitstellen. Und das eine wäre, dass Sie jedem einzelnen Feedback geben oder wenn Sie nicht die Ressourcen haben, ein plenares Feedback. Ein plenares Feedback wäre zum Beispiel, Folgendes wurde oft richtig gemacht und Folgendes nicht so oft. Ich selbst habe eine Vorlesung durch so ein Setting mal begleitet und diese Aktivierung der Studierenden, und es war nicht immer Forum, das war auch mal ein Multiple-Choice-Test, hat uns viel Orientierung gegeben, wo die eigentlich stehen. Für die, die sich mit Lerntheorien auskennen, das ist ein bisschen konstruktivistisch. Ich sehe auch, was die Studierenden daraus machen, aus dem, was sie da erzählt bekamen, im Frontalunterricht, und sehe, wo die stehen. Und die Studierenden entdecken durch die Anwendung auch, was sie noch nicht kapiert haben, wo sie vielleicht Wissenslücken haben, wo sie was falsch gemacht haben und bekommen Rückmeldungen auf ihre Anwendung. Ja, und so funktioniert Lehren und Lernen halt besser, als wenn ich nur Wissen abgebe, so ein bisschen wie jetzt, und gar nicht sehe, was draus gemacht wird. Ja. Genau. Und das andere, das wurde ja schon erwähnt, ist das Flipped Classroom oder Inverted Classroom Konzept. Das wäre im Prinzip, dass Sie sagen, die Kontaktzeit ist mir viel zu schade, um die mit dem Vortrag zu verschwenden quasi. Und der Beispiel wäre, dass Sie jetzt, bevor wir uns hier treffen, ein Video geguckt hätten, wo ich all das erzähle und wir uns jetzt treffen, diskutieren. Also da würde quasi der Diskurs oder die Anwendung, der Austausch im Kontakt stattfinden und die Online-Phase würde quasi die in die Wissensvermittlung beinhalten. Das wird oft verwechselt. Ich hatte teilweise Lehrende, die kamen zu mir und sagten, Frau Bremer, wo ist das Videostudio? Ich möchte Inverted Classroom machen. Also für Inverted Classroom muss die Content-Bereitstellung nicht unbedingt ein Video sein, sondern das kann genauso aus Büchern stattfinden und so weiter. Artikel, die im Netz sind, Material. Momentan schwierig, die Bibliothek zu besuchen, aber in normalen Zeiten könnte man auch sagen, die müssen ein Buch lesen und so weiter. Also es wird oft so komplett digitalisiert. Also die Wissenserwerbsphase kann auch mit herkömmlichen Medien stattfinden. Wenn man das weiterdenkt, ich habe das oft in Workshops, leider haben wir so ein Setting hier gerade nicht. Ist das eigentlich gar nicht so anders wie diese alten, also für alle Soziologen unter Ihnen oder Historiker oder Lehrämtler, Pädagogen, wie alten Diskursseminare, also wo die Studierenden einen Text gelesen haben sollen und dann ins Seminar kommen und diskutieren. Ja. Das ging ja auch ohne digitale Medien, ganz klassische didaktische Methode. Der Unterschied, den wir jetzt machen können, ist, dass wir in diese Selbstlernphase, in diese Wissenserwerbsphase gucken können, ob wir einen Anker legen können, der den Studierenden Anreiz gibt, sich vorzubereiten und nicht erst in der Präsenzsitzung die böse Überraschung erleben, dass sie nicht vorbereitet sind. Das wäre dann zum Beispiel, wie die Methoden, die ich schon erwähnt habe, das kann ein Multiple-Choice-Test sein, das kann ein kleines Essay sein, das kann eine Umfrage sein, dass man sich für eine Methode entscheidet. Was ich auf keinen Fall machen würde, wäre so ein Forum mit einer Frage, diskutieren Sie den Text?
Also mit so einer Frage kann unser Hirn einfach wenig anfangen. Was ganz spannend ist, zum Beispiel eine Methode zur Auswahl zu stellen oder eine Aussage ins Forum zu machen, und die sollen sich dafür entscheiden und begründen, wieso. Oder sie machen eine Umfrage und sie sollen quasi entscheiden, welche Methode sie wählen würden oder welchem Statement sie zustimmen würden. Also sei es nur als Multiple-Choice-Test oder sei es eben als Freitextbegründung oder so. Also der Vorteil ist, Sie können jetzt vor die Präsenzsitzung eine Aktivierung schieben, damit die ausreichend Anlass haben, sich vorzubereiten. Eine andere Möglichkeit ist eben, die Präsenzsitzung so zu gestalten, dass die Studierenden merken, oh, wenn ich hier nicht vorbereitet bin, lohnt es sich nicht, hierher zu kommen, es ist mir unangenehm. Ich selbst arbeite ungern mit so einem erhobenen Zeigefingerdruck, ich arbeite eher über Gruppendruck, dass die Studierenden dann untereinander sagen, sag mal, wenn du nie vorbereitet bist, habe ich langsam keinen Nerv, mit dir in der Gruppe zu sein. Also ich beginne mit einer Aktivierung in der Präsenzsitzung, zum Beispiel ein Paargespräch. Ja. Und genauso kann ich dann eine Präsenzsitzung auch nachbereiten. Ein Beispiel, was ich hatte, ich habe Wirtschaftspolitik eine Weile gelehrt, war, dass die Studierenden Rollenspiele in der Präsenz gemacht haben. Und sie haben das Eingangsstatement für die Rolle schon mal im Forum geschrieben. Und haben die Reflexion auf das Rollenspiel, wie kam denn meine Rolle durch und was habe ich gelernt, auch wieder online gemacht. Das heißt, die Reflexion-Feedback-Phase könnte man auch wieder in die Selbstlernphase legen. Falls ich hier zu viele Beispiele habe aus Geistwissenschaften, Sozialwissenschaften, auch für Naturwissenschaften, ist es zum Beispiel, dass sie vorher sich vorbereiten. Wir haben Beispiele in Geowissenschaften oder in Biologie, wo Studierende Zeichenkurs online machten und dann auf Exkursionen gingen. Die haben vorher mit dem Web-based Training, also dem Lernprogramm, Zeichen gelernt. Ziel war, dass die besser vorbereitet ins Labor kommen oder besser vorbereitet auf Exkursionen gehen und man vorher so Prozeduralfähigkeiten lernt. Und es gibt eine Menge Angebote auch, wo man Laborversuche vorentlastet. Also der Begriff Vorentlastung kommt eigentlich aus dem Sprachlernen. Das ist, wenn man vorher Vokabel übt und dann in die Präsenz kommt und redet. Und eine Vorentlastung wäre hier, dass man zum Beispiel Abläufe von Versuchen vorher oder die Bedienung von Geräten vorher kennenlernt. An der Fachhochschule Aalen in Baden-Württemberg gibt es ein Angebot, wo Studierende, bevor die einen Roboterarm, also einen Roboter benutzen können, das ist so ein Arm, der was misst, an einer Animation, an einer Simulation üben, das zu bedienen. Also da werden auch so prozeduales Wissen, wie zeichne ich, wie führe ich ein Experiment aus, auch Sicherheitsbestimmungen für Experimente vorher beigebracht, damit, wenn die im Labor sind oder auf Exkursion oder im Zeichenkurs, auf einem höheren Niveau einsteigen und die Tutoren diese basische Erklärung nicht mehr machen müssen, sondern ein bisschen grundlegende Kenntnisse schon da sind. Ja, genau. Ja. Sicherheitsbestimmungen, genau. Da lösest du Lernprogramme. Man kann es sogar so hart machen, nur wer das irgendwie durchgearbeitet hat, darf teilnehmen, also wenn man das ganz streng machen möchte, dass man das nachweisen muss, dass man das durchgearbeitet hat. Okay, das hatten wir. Und was ich auch gerne mache, ist Agenda-Setting, nämlich die Methode. Das heißt nicht, dass die Wissensvermittlung in der Online-Phase stattfindet, sondern ich mache das oft in Erwachsenenbildung. Also wenn wir hier einen Workshop miteinander hätten und uns in 2 Wochen mal für einen Tag sehen, das wäre unser drittes Treffen, dass sie sich wünschen dürfen, was ich quasi mit ihnen machen soll. Und man das vorher im Forum sammelt. Wir haben das bei den Juristen bei uns mal gemacht. Die letzten 6 Sitzungen im Tutorium vor der Klausur durften die Studierenden Themen einbringen. Und die ersten 20 Minuten der Sitzung wurden dann die Themen, die Studierenden vorher eingereicht haben, diskutiert. Und die durften aber jetzt nicht einfach nur so sagen, erklären Sie nochmal, sondern die mussten so ein bisschen nachweisen, dass sie da schon eigene Anstrengungen unternommen haben. Und so kann man zum Beispiel auch die Tutoriensitzung vorbereiten, indem Studierende auch nochmal mitteilen, wo sie Probleme hatten. Oder man könnte eine Abstimmung machen, welche Aufgaben waren sehr schwierig, welche leicht. Man kann sogar in Sitzungen machen. In Präsenzsitzungen gibt es diese Audience Response Systeme, das sind wie so Chat-Systeme, die kann man mit Smartphone bedienen. Da könnte ich zum Beispiel in Sitzungen auch abfragen, Aufgabe 1, 2 oder 3, welche war die schwerste? Und dann mit der Aufgabe, die am schwersten war, die meiste Zeit verbringen. Das geht natürlich auch mit Handzeichen, mit der Tafel. Also ich sage jetzt nicht, dass man überdigitalisieren muss und Sachen, die immer noch im Raum gehen, auch, dass man die digital machen muss. Der einzige Vorteil digital wäre, es wäre eine anonyme Abfrage. Das heißt, die vielleicht total die Probleme hatten,
und sich nicht trauen zu zeigen. Die Aufgabe war schwierig, würden vielleicht Digitales zugeben. Und dann plötzlich sehe ich, dass eine Menge Leute Probleme mit der Aufgabe hatten, die sich sonst vielleicht gar nicht getraut hätten, das so offen mit Handheben zu zeigen. Ja. Also ich kann Themen sammeln, ich kann Schwierigkeitsgrade abfragen, ich kann Themenwünsche abfragen, Themen einreichen lassen. Ich kann quasi Präsenzsitzungen vorbereiten lassen und Teil dessen, was ich vielleicht am Anfang einer Sitzung mache, in die Vorbereitung schicken. Dann muss ich da noch so ein bisschen durchhalten, dass man eben, dass man, wenn das beim ersten Mal nicht klappt, auch das ein bisschen durchzieht, weil es sind Verhaltensänderungen und nicht nach einer Sitzung aufgeben. Dasselbe gilt für Flip Classroom, sondern da auch vielleicht zwei, drei Sitzungen. Das hat was mit Sozialisierung zu tun. Die Judy Selman, eine amerikanische Professorin, die hat darüber viel geschrieben, dass wir auch so eine Mediensozialisierung vornehmen. Ich würde sagen, wir brauchen hier eine didaktische Sozialisierung. Das heißt, ich muss die Studierenden auch daran gewöhnen, wie bei mir der Hase läuft. Das ist jetzt nicht so wissenschaftlich ausgedrückt, aber meiner Erfahrung nach ist das nichts für eine einmalige Sitzung. Wenn ich nur eine Sitzung mit den Studierenden habe, was ich dann mache, ist, dass ich quasi, angenommen, wir würden uns in 2 Wochen sehen, für 2 Tage, für einen Workshop, und ich würde das machen, dann würde ich erstmal Themen einsammeln und dann eine Agenda rumschicken. Und dann geht es nochmal 2 Tage, um weitere Themen einzureichen, damit die, die noch gar nicht kapiert haben, dass das so läuft, merken, ach, die macht das ja ernst, die macht ihr Agenda-Setting, aha. Manchmal kriegen Studierende das gar nicht so schnell mit. Aber wenn man das paar Sitzungen macht, dann kriegen die es eher mit. Dann darf dann nur keine zusätzlichen Fragen in den Sitzungen aufnehmen, das Beispiel bei den Juristen, sondern muss dann quasi jemand, der eine ganz neue Frage hat, auf bitte können Sie das wieder ins Forum einreichen, das machen wir nächste Woche. Vertiefungsfragen würde ich natürlich immer erlauben. Ja, also jetzt wäre meine Anregung an Sie, das würde mir, wenn wir jetzt Workshop hätten, würde ich Sie jetzt anregen, dass Sie sich selbst mal überlegen, welche Richtung Sie gerade unterwegs sind. Vielleicht, wenn Sie Lust haben, wir haben Forum im Moodle-Kurs, können Sie mal überlegen, wo Sie sich dann sehen, für sich selbst oder das auch im Chat mal teilen. Und wir gehen jetzt nochmal am Ende in. Ist nicht mehr so lange jetzt in ein paar Vertiefungen rein, wie Sie das für sich überlegen können. Also hier ist wieder ein Ausschnitt und die Idee ist jetzt im Prinzip, dass Sie sich für sich mal überlegen können, würde ich das eher so machen? Würde ich die Präsenz gerne für Wissensvermittlung nehmen? Würde ich die Selbstlernphase für Anwendung nehmen oder würde ich es so machen, dass ich gerne die Präsenz für Anwendung nehme und die Wissensvermittlung auslagere? Und Ihre Präsenz ist eventuell, wenn es so weitergeht, halt ein Webinar, wie wir das jetzt haben. Ja, das ist die virtuelle Präsenz. Und dann ist auch die Frage ein bisschen, wie groß ist meine Gruppe? Was kann ich da machen? Wie man sowas gestalten kann wie heute? Das machen wir am Freitag von 10 bis 11:30 Uhr, werde ich was zu Webinaren machen. Wie eine Aktivierung von Studierenden aussehen kann, macht Malte Perseke mit Ihnen morgen. Und jetzt ist im Prinzip Platz, dass Sie sich überlegen können, ja, was will ich denn machen? Ich rede hier nur über einen Ausschnitt, das ist noch nicht die ganze Veranstaltung. Und natürlich muss das nicht im ganzen Semester einheitlich sein. Es könnte ja auch sein, dass Sie am Anfang vom Semester mehr Vorträge halten im Webinar oder in der Präsenz und gegen Ende stärker die Studierenden aktiv sind. Generell, da bin ich jetzt ein bisschen mutig, finde ich es manchmal schade, dass wir über so Veranstaltungsformen wie Vorlesungen, Seminar reden, weil das manchmal wie so schon tradierte Methoden automatisch reinsetzt. Also ich finde, man kann auch in der Vorlesung diskursive Formate haben. Das heißt, ich könnte auch jetzt, wenn ich mit Ihnen in einem Raum wäre, wir machen das jetzt nicht, weil technisch wissen wir nicht, wie es klappt, aber ich könnte im Raum mit Ihnen auch jetzt mal ein Paargespräch machen. Und im Seminar habe ich manchmal auch vielleicht einen Input, aber auch eine Aktivierung. Also vielleicht sollten wir irgendwann mal diese Begriffe Vorlesung, Seminar aufgeben und einfach eine gute Didaktik machen und nicht automatisch irgendwelche Methoden machen. Ich glaube, wir können viel mehr Aktivierung in Vorlesungen machen, als wir das oft tun. Ja, aber das ist ein bisschen recht arg didaktisch mutig. Ja. Was wir nächsten Mittwoch machen, das ist ein Ausblick, ist, dass Sie im Prinzip dann überlegen, wie könnte denn so eine Einheit aussehen? Und natürlich wird es jetzt wahnsinnig viel Arbeit, alle Einheiten durchzuplanen im Semester. Das ist nur, um so ein bisschen in diese Denke reinzukommen. Und das wäre im Prinzip,
Der Fokus auf mit, also die Lernziele, aber die Methoden und Zusammenspiel Medien und die Betreuung zu legen. Ich möchte dann nochmal verweisen auf Gabi Reimann, die alle Ziellosen hat mir das nahegelegt, ob ich nicht den ganzen Input so aufbauen möchte. Ich verweise nochmal drauf, weshalb ich den ganzen Vortrag nicht drauf aufbaue, ist, dass ich ungern trenne. Aber ich finde, Gabi Reimann hat ganz tolle Anregungen gemacht und wir werden auch die Videos noch verlinken. Sie sagt im Prinzip, es gibt bestimmte Medien, mit denen Sie Vermittlung machen können. Es gibt Medien, mit denen Sie Studierende aktivieren können. Und es gibt Medien, mit denen Sie betreuen können. Ich hoffe, es ist ein bisschen deutlich geworden, dass ich das ungern trenne. Also was ich nicht gut fände, wenn Sie dann in der Veranstaltung nur Medien für Vermittlung einsetzen oder nur für Betreuung oder nur Aktivierung, sondern ich glaube, dass wir das gemeinsam planen müssen und das spiegelt auch ein bisschen dieses Bild wider, dass ich in einer Sitzung im Prinzip eine wissensvermittelnde Phase habe, wo Studierende Wissen erwerben und dafür kann ich ein Video einsetzen, einen Text, ich kann einen Vortrag halten, ich kann Webinar geben, ich kann sagen, die sollen ein fertiges Video angucken, die sollen ein Buch lesen, Artikel lesen, und dann aber eine Aktivierung damit verbinden. Also, dass wir auch in Wissenserwerbsphasen aktivierende Elemente gleich mit dabei haben und die eventuell auch betreuen müssen. Deshalb, ich gehe gerade noch auf das Bild von Gabi Reimann, dass wir in einer Einheit eventuell alle drei Elemente drin haben und dann schauen, wie setze ich die jetzt digital um. Oder was mache ich in Präsenz, was mache ich digital? Aber der Text von Gabi Reimann und die Folien geben Ihnen auf jeden Fall nochmal Anregungen und die werden wir auf jeden Fall verlinken. Und wenn Sie jetzt weiterarbeiten wollen, das machen wir dann nächsten Mittwoch, da gehe ich tiefer, also im Prinzip sich überlegen, welches Ziel habe ich denn mit der Einheit? Oft gehen wir so rein und sagen, eine Einheit, eine Vorlesung, ich erzähle was. Ja, und denken gar nicht drüber nach, wie sie sich vor- und nachbereiten. Aber die ganze Einheit hat eventuell ein Lernziel oder zumindest einen Beitrag auf das große Kompetenzziel. Und dann schauen, mit welchen Methoden kann ich das jetzt umsetzen? Also ich erzähle was. Oder die sollen was anwenden. Die sollen eine Umfrage mitmachen. Die sollen Text lesen und ein Essay schreiben. Die sollen Text lesen und eine Abstimmung mitmachen. Oder ein Quiz danach machen. Die sollen eine Aufgabe rechnen. Die sollen was programmieren. Die sollen was zeichnen können und vorher müssen sie sich aneignen, wie. Das sind diese Methoden. Und jetzt überlege ich, mit welchen Medien kann ich das unterstützen. Und meine Sprache und Folien sind ein Medium und der Vortrag ist eine Methode, unterstützt mit dem Medium Folien und umgesetzt im Webinar mit dem Videokonferenzsystem. Eine andere Methode ist, dass Sie jetzt eine Anwendung machen können. Wir haben hier keinen verpflichtenden Kurs, aber wenn das verpflichtend wäre, würde ich sagen, ja, Sie sollen jetzt mal überlegen, wie bei Ihnen eine Einheit aussehen könnte oder welches Konzept Sie machen mit einem Beitrag im Forum oder in der Abstimmung. Und das wäre dann, dass ich aus dem wissensvermittelnden Teil jetzt in eine Anwendung gehe und im nächsten Treffen vielleicht Ihre Rückmeldung gelesen habe, wenn ich es betreuen kann, und dann aufgreife in der nächsten Präsenz. Dann muss ich mir noch überlegen, ist das jetzt verpflichtend? Müssen es alle machen? Ist es optional? Was mache ich mit denen, die nichts gemacht haben? Und das ist so die Konzeption, wo wir nächste Woche auch nochmal hinschauen, wenn Sie wollen. Und auch noch natürlich die Workload für die Studierenden. Welchen Betreuungsaufwand habe ich? Was mache ich in der Betreuung? Welchen Aufwand habe ich? Ja. Und das Ganze, hatte ich ja schon gesagt, muss gut verzahnt sein. So baut man ein Blended Learning Konzept. Mit dem Unterschied in der Corona-Zeit, dass die Präsenzsitzung eventuell auch digital ist, nämlich eine Videokonferenz. Ja. Und mein letzter Appell, ich komme wirklich zum Ende und dann haben wir noch Zeit für Fragen, Diskussionen. Die Wissensvermittlung ist, also die alte Didaktik ist oft so, die müssen sich eine Vorlesung anhören und dann einen Multiple-Choice-Test machen oder eine Klausur schreiben und zeigen, dass sie das gelernt haben. Und den Video gucken, Multiple-Choice-Test machen, ist oft das Format von diesen Massive Open Online Courses, ja. Das ist einfach nur eine Überprüfung, haben sich das gut reingezogen. Mein Appell ist, da wo es geht, auch mal die Didaktik umzudenken. Ich selbst bin großer Fan von der Aufgaben- oder produktorientierten Didaktik. Und es wäre dann quasi, dass ich eher ein Ziel den Studierenden gebe, codiere ein Programm, das Folgendes kann. Oder es gibt eine Informatik, Dekonstruktion und Konstruktion. Die zerlegen zum Beispiel ein Programm für ein Hochregallager, um dann wieder selbst
eins aufzubauen, bekomme einen Fall, soll ein Problem lösen. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Lehrauftrag gehabt, wo die ein Forschungsprojekt machen und Ziel ist, dieses Produkt zu erzeugen, ja, eine Studie durchzuführen. Das Produkt kann auch ein Ergebnis einer Studie sein, der Untersuchung. Also wir nennen es auch manchmal Artefakt. Es kann auch eine Hausarbeit sein und ein Vortrag. Und durch dieses Ziel, sich dann Wissen anzueignen und das zu picken, was man quasi möchte, das ist eine ganz andere Motivation, als nur einer Vorlesung zuzuhören. Und eventuell braucht es beides. Deshalb gibt es ja auch Vorlesungen und Seminare. Aber das so ein bisschen mitzudenken, weil eventuell können wir auch viel mehr Aufgaben und Produktorientierung machen, als wir denken. Und weg, und nicht zu viel von dieser Wissensvermittlung und Faktenwissen abfragen. Ja. Genau. Und jetzt habe ich noch ganz kurz drei Folien, zeige ich Ihnen gerade noch, wenn wir rein online, dann bin ich wirklich fertig. Das geht, ist quasi der Nachklang. Ich wollte nur gucken, wann wir sind. Was es rein online noch gibt, nach den Corona-Zeiten. Momentan sind wir mit allem online. Sind noch ganz kleine Nuggets. Das sind wie so Erklärvideos. Ich habe vorhin eine Frage gesehen, wie YouTube. Also Erklärvideos wäre quasi kleine Videos, wie fange ich an zu schreiben, wie nutze ich eine Datenbank, wie finde ich ein Buch in der Bibliothek, wie zitiere ich. Das nennt man auch Nuggets wie Goldstückchen. Die nimmt man on demand, also einfach nur, wenn ich was nachschlagen muss. Ja, wenn ich, wie logge ich mich ein in die LM, in das Plattform und so. Dann die Selbstlernprogramme, die ich gezeigt habe für ein wissenschaftliches Arbeiten. Dann sowas wie eben, Webinare. Dann gibt es noch ganz große Online-Kurse oder eventuell kann jetzt passieren, dass Sie eine ganze Veranstaltung online umbauen. Genau, das war jetzt nur nochmal, um diese Kurve rund zu machen. Was gibt es ganz online? Bis zu den MOOCs, die Massive Open Online-Kurs mit paar tausend Teilnehmern. Okay, gut. Das war's mal soweit.